Informationen, wie die Streams genutzt werden können, besucht c3lingo.org. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit Hashtag C3T. Eure Übersetzer für diesen Talk sind OS10000 und Ipwin. Vielen Dank. So, wir machen hier eine echte Demonstration vor Ort. Also ein Terminal und noch ein Terminal. Was passiert denn hier? Einen Moment bitte. Jetzt bin ich fast soweit. Ausgezeichnet. Vielen Dank. Und vielen Dank zum CCC, dass ich hier vortragen darf. Ich würde jetzt gerne mal hier fragen, ob jemand Rockers Netzwerkgeräte kennt. Der CCC wird mich hassen. Ich habe die Black Hat besucht und Ruckus hat dort Wi-Fi zur Verfügung gestellt. Und da wollte ich wissen, wie viele Probleme das hat. Und da habe ich auf cvdetails.com nachgeschaut und habe gesehen, dass also 5 kritische und 11 insgesamt waren. Und die waren Kommandoinjektionen. Und diese Probleme sind nach der Authentisierung. Und entweder sind sie richtig sicher. Und das könnt ihr selber beantworten. Bevor ich hier anfange, wer bin ich denn? Ich bin Gal Zor. Ich komme aus Israel. Ich bin ein Forscher und leite eine Forschungsgruppe. Und ich habe das hier 10 Jahre gemacht. Ich habe die Sachen auseinandergenommen. Ich schaue mir Angriffsszenarien an und Embedded Devices. Und ich nehme die R510 Unleashed-Version. Das sind Access Points, die nicht Wi-Fi-Control benutzen. Aber hier alle in dieser Liste haben die gleiche Codebase. Und der Zone Director hat auch diese Probleme. Die Probleme, die ich zeige, sind bei Firmware-Versionen, wie hier gezeigt. Da ist jetzt keine Compression und keine Encryption angeschaltet. Man kann das Kernel B-Config-File von einem Wizard bekommen. Und ich habe das im User Space emuliert. Und als ich die Probleme gefunden habe, habe ich das Ding gekauft. Ich habe einen Docker Hub und da habe ich verschiedene Systeme für unterschiedliche Architekturen. ARMv7, ARMv6, MIPS und MIPSEL. Und auf diesen Dockers habe ich verschiedene Router emuliert. Für diese Demo habe ich einen Docker genommen, der den ARMv7 simuliert und einen Debian-Kernel laufen lässt. Und jetzt zeige ich euch, wie einfach es ist, eine Umgebung aufzusetzen. Und das funktioniert nicht. Just a minute. Einen Moment. Ich zeige gleich ein Video. Jetzt habe ich es. Ausgezeichnet.
Jetzt starte ich meinen Docker mit dem Port 575. Der startet, der braucht ein paar Minuten. Also weil ich aus dem ursprünglichen Video rausgeschnitten habe. Firmware Extraction Folder. Jetzt gehe ich zu der Ordner, wo die Firmware ausgepackt ist. Und jetzt kann ich das zum Docker reinkopieren. Und dann habe ich das eingepackt und gehe in den Docker rein und habe dieses tar-File hier. Hier packe ich es aus. Dann gehe ich in den Ordner rein. Ja. In den Ordner rein. Und jetzt ändere ich mein Root-File-System zu diesem neu ausgepackten. Und jetzt habe ich den Rocker-Banner und die Rocker-Busybox. Und ich sehe die Init-D-Skripts, die Start-Skripte. So. Das ist das mit den Dockern. Also fangen wir mal mit einem Exploit an. Das ist mein erster. Ich hole die Admin-Details, ohne Admin zu haben. Jetzt machen wir eine echte Demo. Und was könnte schon schief gehen? Naja, alles, aber... For this I got my terminal and hier ist mein Terminal. Awesome. Ausgezeichnet. Okay, great. So now I'm gonna fetch a file from jetzt hole ich einen File von dem Router. I'm just using wget and this is my router IP address, the one here. Ich sehe keine IP-Adresse, aber ich hole eine IP-Adresse von den Users. Live Demos, right? Nochmal. Okay, so this is the right terminal. Das ist das echte Terminal. Got it. So this one you see, right? Yay. Okay, so I'm using wget. Also ich nehme wget. Wget und hole ein File von dem Router, von der Router-IP-Adresse, von diesem Pfad hier. Irgendwas habe ich hier falsch getippt. Ja. Ich habe die Nummer 8 bekommen. Jetzt hole ich das gleiche File und suche da drin danach All Powerful Login. Okay, got it. Powerful Login. So, also wir holen das gleiche. Tja, da kommt nichts. Yeah, I'm gonna copy paste the hell out of it with the right number, which is 8. So, nochmal die 8 rein. Da haben wir es. Wunderbar. Das sind die Admin-Details und ich habe die ohne Authentisierung rausgeholt. Und jetzt gehe ich in den Router rein, hol die raus und kann mich dort einladen. Ich kann den Debug-Mode reintun, den Script-Mode rein und kann mit dem Exit-Command die Shell ausführen. Jetzt habe ich die Busybox als Admin und ich bin ein Teil der Root-Gruppe und damit habe ich es geschafft. Wow, Live-Demos are tough. Live-Demos sind echt schwer. Na gut. Lass uns mal verstehen, was wir gerade getan haben. Ich habe als erstes mir die Webserver-Konfiguration angeschaut.
damit wird das Konfigurationsinterface gestartet. So sieht die Konfigurationsdatei dafür aus. Hier sehen wir, dass slash web das Root Directory fürs Web ist. Und dann sehen wir einen EGS-Händler für EGS und JSP Extensions. Und was wir hier nicht sehen, hier sehen wir keinerlei Limitierungen, was für Dateien man runterladen kann. Das heißt, wir können einfach alles in slash web runterladen. Das heißt, es gibt überhaupt keine Zugriffskontrolle. Jetzt, wo wir wissen, dass wir alles herunterladen können, suchen wir mal nach interessanten Dokumenten. Es sind 67 Dateien da, die keine HTML-Dateien sind. Und es gibt auch einen symbolischen Link hier nach slash tmp. Das heißt, jede Datei von slash web slash user slash wps tool cache kommt aus dem tmp-Ordner. Da ich das in QEMU emuliert habe, konnte ich sehen, dass verschiedene Dinge ins Temp-Verzeichnis geschrieben werden. Und da sehen wir, dass der Router jeden Tag eine Datei in verschiedenen mit einer Revision abspeichert. Aber das Problem war, es war ein slash var slash run. Aber das ist kein Problem, weil var slash run ein Link ist zu slash var slash tmp slash var slash run. So konnte ich also das RPM Key File runterladen, die RPM Key Datei. Das ist symbolisch gelinkt zu tmp. Run ist auch entsprechend gelinkt. Und dann musste ich nur noch die Revision-Nummer kriegen. Glücklicherweise gab es genau eine Datei, die genau die Revisionsnummer speichert. Und dann konnte ich direkt die richtige Revision runterladen. Nachdem ich also das RPM-Key-Datei runtergeladen ist, dann sehen wir hier, nachdem wir es in Strings reingepiped haben, dass hier Zugriffsdaten in Plaintext sind. Nicht wahr? Und um das fertig zu machen, wollte ich eine Busybox Shell haben. Aber standardmäßig gibt es da ein anderes Command Line Interface, customisiert von Ruckus. Und es gibt dort so ein Kommando, was eigentlich in die Kommandozeile des Betriebssystems, aber das Problem war, man braucht dafür die Seriennummer und die hatte ich nicht. Und dafür gibt es aber was anderes, was ich gefunden habe. Es gibt einen Debug-Modus. Damit kann man gespeicherte Skripte starten, aber es gab eine Path Traversal Verwundbarkeit da drin und dann konnte ich das benutzen, um eine Bin SH starten. So, aber nachdem wir jetzt mit dieser Anfänger-CTF-Aufgabe fertig waren, gibt es bestimmt noch mehr Möglichkeiten, wie man Code Execution auf diesen Geräten kriegt. Also gut, das hier ist meine zweite Remote Code Execution Angriff. Da haben wir hier mal einen Buffer Overflow abused, ausgenutzt. Ja, jedenfalls hier gibt es ein paar Jitter-Strips, die mir geholfen haben, den
die Binaries zu analysieren. Glaucherweise hat Rokus all die Log-Calls drin gelassen, sodass wir alle Funktionsnamen und so weiter wieder rausfinden können. Hier sehen wir es zum Beispiel. Hier ist zum Beispiel der Funktionsname. Das heißt, ich habe ein Skript geschrieben, die die umbenannten Funktionen dann in den richtigen Namen umbenannt hat. Und jetzt haben wir halt hier schöne Namen. Zum Beispiel getZDDN. Jetzt haben wir hier so ein EMFDD. Hier konnte ich 1500 Funktionen auf 800 umbenannte Funktionen reduzieren. Hier haben wir daraus noch ein generisches Skript gemacht, das sucht nach bestimmten Pattern in Jidra, in dem dekompilierten Code, und das zeige ich euch mal, was das jetzt macht. Hier sehen wir zum Beispiel ein Dropper, der mit der Trace-Option kompiliert worden ist, und hier sehen wir, dass die Funktionsnamen in diesem Log-Call drin ist. Die heißt hier buff get ECDS prefkey key, und hier gibt es eine regular expression, die das, den Funktionsnamen matcht. Und dann passiert das gleiche wie vorher, die Funktionsnamen werden umbenannt, sodass sie den Log-Statements entsprechen. Dieses Skript gibt es jetzt schon auf Aleph's GitHub-Account. Ihr nutzt es ruhig, es ist ziemlich nützlich in vielen Umgebungen. Okay, zurück zu drei wichtigen Binär-Interfaces. bin/webs ist der embedded Web, der eingebaute Webserver. Da werden Händler ausgeführt in Abhängigkeit von der Konfiguration, die wir gerade gesehen haben. Der schickt Kommandos durch einen Unix Domain Socket zu EMFD. Der enthält die Logik. Der nimmt die Sachen von den Webseiten und macht eine eigene Logik und macht dann Backup oder Systeminformationen, Restore, irgendwelche Sachen. Und er nutzt libemf. Das macht die Web-Authentisierung und einiger Code wird ausgeführt. Hier ist das Diagramm für alles. Vorne sieht man den Webserver. Wenn er eine JSA-Seite bekommt, dann nimmt er diesen Handler und gibt das dem EMFD. Der guckt, ob er den Funktionsnamen hat und ruft den Pointer auf. Und dann wird da zum Beispiel ein Shell-Kommando ausgeführt oder irgendwelche sowas, wo IF-Konfiguration oder Interface-Konfiguration oder Routing oder irgend sowas. Hier ist ein Beispiel. Wenn ich ein Request an diese Adresse schicke, wo dieser Händler drin ist, dann wird eine Funktion Delegate ausgeführt und das wird durch den Unix-Socket geschickt. Der EMFD, der versucht den String zu finden und lässt diese Funktion laufen. Und der EMFD hat diesen String zu dieser Funktion gemappt. Jetzt schauen wir mal die Authentisierung an. Vier Authentisierungslevels. Wir haben FM-Login, User, also Off-User, Authentisierung vom User oder vom FM oder vom Admin. Und das ist für eine bestimmte Zeit gespeichert. Die Seiten sollten prüfen, ob das gültig ist.
.jsp. Hier haben wir den Session Check aufgerufen, bevor er unten dieses Ajax CMD Start aufruft. Ich habe mit grep gesucht, wo ich das finde. Und ich habe 67 Seiten gefunden, die überhaupt keine Checks durchgeführt haben. Das kann ohne Authentisierung erreicht werden. Und die erste sah sehr interessant aus. Hier sehen wir, dass das Ding keinen Session-Check durchführt. Und das kann an dieser Adresse erreicht werden. Genug davon. Lasst es uns einfach mal ausprobieren. Jetzt kommt die Demo von einem Stack Overflow. Wo wir Stack Overflow ausnutzen. Again, I'll just use my terminal. Ich benutze jetzt das Terminal. Einen Moment. Live-Demos sind anscheinend schwierig. So, hier sind wir. Können Sie alle sehen? Gut, sehr gut. Hallo Router, nicht da. Das ist gut. Das ist mein Inhalt, den ich hinschicken werde. Damit werde ich einen Overflow durchführen und ich werde Telnet D aufrufen. Mit diesen Parametern. Okay, and now let me just post this payload. Und jetzt schicke ich das mal hin. Wenn ich nichts falsch mache, dann funktioniert das jetzt hier. cmd.jsp. Great. So in a second it should work. So, in einer Sekunde sollte das funktionieren. Ausgezeichnet. Ich habe eine OK-Message gekriegt und jetzt kann ich dahin telnetten und es geht. Ich bin der Admin und ich bin Teil von der Root-Gruppe. Das war's. Vielen Dank. Jetzt müssen wir mal verstehen, was ich hier gemacht habe. Jetzt erkläre ich mal, wie dieser Ajax-Request funktioniert. Ich habe das beides auf der Emulation laufen lassen. Und damit habe ich Standard-Web-Requests untersucht. Hier habe ich die Funktion aufgerufen. Ich habe die Seite aufgerufen und die wird in dem EMF-Daemon gemappt auf diese Funktion. Das kriegt ein Action-Attribut aus dem Request und das ist das Kommando, do-Command. Und dann nutzt er diesen Adapter. Dieser Adapter ruft diese Funktion auf und das ist ein großes Switch und der führt unterschiedliche Kommandos aus, je nachdem in Abhängigkeit vom Attribut. Hier kriegt er das Kommando getConnectStatus und diese Funktion kriegt Command getInternetStatus. Jetzt auf einer Seite, die keinen Session-Check durchführt. Das wird gemappt auf diese Ajax-Restricted-Command-Seite gemappt und macht keine Authentisierung. Der ruft dann dieses Ding auch auf, aber mit sehr wenigen Kommandos. Und dann gibt er zapd zu diesem Kommando und ruft das Executable ZAP auf. So sieht das aus, wie wenn es in der Shell aufgerufen wird. Wir können die Server- und Client-Argumente, indem wir die als Argumente rübergeben. Und diese Argumente, die sind nicht ausreichend aufgeräumt. Und das heißt, ich kann da ganz andere Sachen mit reintun.
Ich habe die ZAP-Quelltexte online gefunden. Und Ruckus beschreiben das als ein Performance-Test-Tool. Und ich habe den Code angeschaut und ich habe festgestellt, in dem Minus-D-Argument ist ein Code-Overflow. Hier ist der Code, der das passt. Er ersetzt alle Kommas durch Spaces. Dann kopiert er jedes Segment zu einem Buffer. Und weil er eine Zahl erwartet, ist das ein kleiner Buffer. Und er versucht sicher zu sein, indem sie das String Copy verwenden. Aber die haben die gesamte Stringlänge für n genommen. Also haben sie nicht den String geschützt. Und ich habe den Stack kaputt gemacht. Also der R510 nutzt NX und ASLR. Und ich habe zwei Gadgets verwendet, um zu meinem Payload zu zeigen. Und da habe ich Telnet D. Und bitte den Telnet-Daemon, mir ein Login auf dem Port 12345 zu öffnen. Und weil das aus EMFD aufgerufen wird, habe ich Brute Force verwendet, um die 9 Bits Zufall zu überwinden. Jetzt schaue ich mir einen Request an, der den ZAPD nochmal laufen lässt. Wenn ich das Server-Attribut kontrolliere, kann ich das nicht einfach für Kommando-Injection benutzen? Hier sehen wir, dass das exec mit System benutzt und exec sim-cmd implementation callt, das meine ich, und das callt find-sys-wrapper, dann wird vfork und exec v aufgerufen, um das Shell-Kommando aufzurufen. Dann schauen wir uns mal find-sys-wrapper an. Es schaut nach /bin/sys-wrapper.sh.sh. Und das kommt jetzt in eine globale Variable namens sys-wrapper-Pfad. Und dann wird das ausgeführt mit dem Argument, was wir ihm gegeben haben. Hier sehen wir, dass es 7000 Zeilen lang ist, ziemlich lang. Aber es hat viele Kommandos. Und hier das ZAP-Ausführungskommando interessiert mich. Die Variable hier wird genutzt, um ZAP auszuführen. Aber Opts kriegt seine Kommando-Argumente mit Quotes und das hat mich dann hier gestoppt. Aber was mich gehalten hat, war das RKSCI-Ding. Und bevor ich zu meinem nächsten Angriff weitergehe, möchte ich euch das Ruckus CLI zeigen. Das ist das, wo ich für den ersten Angriff rauskommen musste. Das ist das Ding, was ich nutzen kann direkt nach Systemstart. Auch das hier hat so ein Ausrufezeichen V54 Ausrufezeichen Ding. Aber wir brauchen die Seriennummer. Aber dieses V54-Kommando nutzt Dinge von /writable/etc/system/access. Aber das können wir schreiben mit Ruckus. Und wenn wir da diesen Parameter parsen,
dann können wir damit die Shell escapen. Also komisches Zeug jetzt. Ja. Wuff, wuff, bau, bau und ruff. Ja, tatsächlich. Die bellen mich an, wenn ich das mache. Und dann wurde ich gefragt, was ist dein Chow? So wie Chow-Hunde? Am Ende habe ich eine Busybox laufen lassen können. Und ich war ein bisschen verwundert von Easter Eggs, aber okay. Und ich habe mir gedacht, dieses EMFD muss doch verwundbar sein. Und das wird schon endgültig irgendwann möglich sein. Und das ist jetzt mein letzter Angriff, wo ich eine Command Execution Verwundbarkeit gefunden habe. Und diesmal habe ich das gemacht, indem ich eine Webseite geschrieben habe. Hier, EMFD führt Code in einem sehr komischen Weg aus. Hier wird es manchmal über Shell-Skripte ausgeführt, manchmal über Unix-Sockets. Hier gibt es all die Funktionen, die benutzt werden, um Shellcode auszuführen. Hier gibt es 107 System-Calls. Und jetzt suche ich nach einem Aufruf, der das macht, ohne die Argumente sich vorher anzuschauen. Und hier habe ich diese vier Funktionsaufrufe gefunden. Und heute zeige ich euch den letzten, nämlich CMD Import AVP Port angeschaut. Da musste ich Post Requests zu /admin/cmd.jsp zu schicken. Es musste ungefähr so aussehen. Kommando import AVP Port. Das nutzt auch do-command, um CMD import AVP Port aufzurufen, und das nutzt dann unsicher dieses System-Funktion. Alles, was ich hier brauchte, war, ich konnte einfach das Kommando reintun, und damit habe ich konnte ich Code ausführen. Aber nein, ich brauchte noch eine Form von Authentifizierung. Aber es wird erst hier nach einer Session geschaut, und erst dann wird die Verwundbarkeit ausgelöst. Ich brauchte einen anderen Ansatz. Also brauchte ich etwas, nach was ajax-cmd-stat aufruft, aber nicht nach einer Session aufruft. Das heißt, ich habe mir wieder ZAP angeschaut. Das hat viele verschiedene Argumente. Und wir können ungewollte Argumente weitergeben ohne Authentifizierung. Zum Beispiel ein Logfile. Aber das ist nicht hilfreich, weil ich muss den Content kontrollieren. Ich habe das Tag, Sub und Note Argument genutzt. Das ist ein String, und es wird in das Logfile geschrieben. Hier ist der Schreibcode für das Logfile. Hier wird es geöffnet, und hier kann ich den Inhalt der Datei beeinflussen, indem ich die jeweiligen Wertesätze. So, jetzt wollte ich hier was schreiben. Es muss in Slash Web sein, aber das Problem ist, es ist Teil des SquashFS-Dateisystems, was read-only ist, was man nur lesen kann. Glücklicherweise ist Slash Web Slash Uploaded gesimlinkt nach /etc/arrayspider/uploaded, und das ist schreibbar.
Jetzt kann ich also eine Datei schreiben in das Verzeichnis. Das Problem war, dass das ZAP-Kommando musste zu einer Transmission, also Sendestation, sich verbinden. Ansonsten startet es nicht. Das heißt, ich habe mal ZAPD kompiliert und dann kann das ZAP zu der Station auf meinem Computer sich verbinden. Das war der Request, den ich gesendet habe. Das führt das ZAP-Kommando aus. Beachte, dass ich hier zwei Argumente benutze, um den Delegate-Call reinzuschreiben. Jetzt ist es in /web/upload/index.jsp. Die Seite war mit ganz schön viel Zeug drin, aber das war nicht weiter schlimm, weil es war Hauptsache, meine Funktion wird darin aufgerufen. Jetzt kann ich diese Verwundbarkeiten hintereinander verketten und lade erstmal die Seite hoch und dann kann ich eine Kommando Injection machen. Und das ist jetzt die Zeit für meine letzte Demo. Das ist die schwierigste von den dreien. Viel Glück mir. Jetzt brauche ich noch ein Terminal. Ja, das hier. Hier werde ich jetzt ZAPD ausführen, was die Transmission Station ist. Jetzt höre ich hier auf Port 444 mit Netcat und jetzt in meinem anderen Terminal. Jetzt möchte ich euch das Seitenerstell-Skript zeigen. Jetzt zeige ich, ist hier der Server drin, dass mein Computer ist. Und damit kann ich jetzt meine Funktion, meine Datei erstellen. Und jetzt poste ich das. Page create, also Datei erstellen zum Router zu --rcmd.stat.jsp. Und jetzt jeden Augenblick wird es antworten und OK sagen. Und ich habe die Seite jetzt geschrieben. Jetzt zeige ich euch meinen Payload, mit dem ich Kommandos injecten kann. Hier benutze ich /bin/sh und verbinde mich da mit meinem Computer. Dann poste ich diese Datei zum Router auf uploaded in index.jsp und Mist. Okay, again. Und nochmal. And now, hopefully. Und jetzt hoffentlich. Hopefully I'll see that I am the root. Jetzt hoffentlich kann ich sehen, dass ich User, der Root-User bin. Eine Sekunde. And now. Und jetzt. Be root. Sei Root. Yes. Okay. Ja. Yeah, wow, that's, yeah, wow. Wow, wow. Live-Demos. Live-Demos. You don't see them anymore. Okay. In conclusion, I demonstrated three pre-auth. Jetzt zusammenfassend, ich habe drei verschiedene Remote Code Executions gezeigt, ein Admin-Authentifizierungsleak und ein Jailbreak, dann Stack Overflow vor der Authentifizierung und am Ende gab es eine Kommando-Injektion und einen Authentifikations-Bypass. Dann, was habe ich genutzt? Ja, ich habe meine Docker benutzt, die sehr hilfreich sind, und ein JITA-Skript geschrieben.
Ich habe den Leuten, die ich habe 10 CVEs, angefordert und ja, das haben sie bestätigt. Und wenn hier irgendwelche Rockos-Benutzer sind, dann solltet ihr schauen, dass ihr wirklich auf der letzten Version seid, sonst können Leute damit irgendwas machen. Also ja, bitte checkt eure Version. Na gut. Und diese Forschung war ziemlich witzig. Es hat auch war eine gute Gelegenheit, unsere Docker-Emulation zu überprüfen. Und der Blogpost wird publiziert, aber das braucht jetzt noch bis zum 6., weil Rockos lieb gefragt hat. Also wartet schön und dann schaut uns unsere tolle Forschung an. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Bitte stellt euch an den Mikrofonen an oder stellt die Frage im Internet. Heute das Internet zuerst. Also bitte. Okay. Es gibt hier einige Fragen. Die erste Frage. Funktioniert das auch auf Unleashed Firmware? Ja, das wird funktionieren, aber nicht auf der neuesten. Ich habe meine Forschung auf der Unleashed-Version durchgeführt. Okay, jetzt mal eine aus dem Raum. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Hier, du hast gesagt, es gab 107 Händler, die System aufrufen. Hast du Jitter dafür benutzt, um das rauszufinden? Ja, der Referenzzähler, der gab mir eine gute Idee, wo was falsch sein könnte. Und als ich danach gesucht habe, habe ich die erreichbaren Seiten des Systems angeschaut und das hat alles ein bisschen reduziert. Das waren immer noch 12 oder 15. Die Injektion ist von Hand getan. Also ich habe da keine besonderen Skripte geschrieben für Jitter. Also keine Analyse des Calltrees in Jitter? Nee, das nicht. Okay, Mikrofon Nummer 2. Lass mich erstmal sagen, wie zur Hölle. Okay, jetzt als Netzwerkkonsultant. Die Quad 1 Benutzung. People tend to use Quad 1 as a legit IP address in their systems for dummy IP addresses, which is actually DNS server on the public internet. And just comment. The actual question is die eigentliche Frage ist, wie sind die Angriffsvektoren die Angriffsvektoren sind bloß auf Layer 3, oder? All die Angriffe sind sowohl vom LAN als auch vom Internet möglich. And in the end I can only offer you that I have some hardware from an Orange vendor I can offer you if you want. Am Ende habe ich jetzt bloß zu sagen, dass ich Hardware von einem orangen Hersteller habe. All right, the internet has another question. Okay, das Internet, noch eine Frage. Right. So the internet wants to know, das Internet möchte wissen, ist das Virtual Smart Zone Modell auch dabei? Nur der Zugriff, der Access Point und einige der Probleme sind im Zone Director.
Danke für den schönen Talk. Ich habe auf ein paar Seiten gesehen, es gab ein gehardcodetes Cross-Site-Request-Forgery-Token. Gab es da noch mehr Plätze, wo es Sicherheitschecks waren, die man überwinden konnte mit einem String? Ich habe meine Forschung eher darauf konzentriert, wie es im Low-Level aussieht, mit dem Stack Overflow und der Kommando-Injection auf den Binaries. Aber wir haben auch ein paar Web-Probleme gesehen. Eins ist SSRF und ein anderes könnte mit den Tokens sein, weil die hardcoded sind. Da kann man in der Firmware noch ein bisschen weiter rumschauen. Ich habe den hardcoded noch nicht berichtet. Alles in CVE. Okay, das Internet. Wie viel Zeit hast du dafür gebraucht, dieses Gerät in kleine Stücke zu zerreißen? Ich habe einen Monat gebraucht. Der erste Exploit war relativ schnell. 2 Tage. Und der Rest der Analyse hat so ungefähr 3 Wochen gedauert. Alright. Microphone number 2. Okay, Mikrofon Nummer 2. Danke für den tollen Talk. Mir hat er sehr gefallen. Am Anfang ging es ein bisschen schnell für mich. Wie ist es mit dem Docker passiert? Wie hast du die Roxas-Firmware bekommen in den Docker-Container? Könntest du nochmal deine Frage wiederholen? Wie hast du herausgefunden, dass man das Roxas-Image auf dem Docker-Image laufen lassen kann? Ich habe ein paar Schritte übersprungen. Ich habe Pinwalk verwendet und habe die Firmware runtergeladen und Binwalk holt das SquashFS raus. Und dieses Filesystem habe ich in den Docker reinkopiert und weil der Docker auf der anderen Architektur läuft, konnte ich den Code von der Firmware dort laufen lassen. Den User Space Code. Alrighty, any other questions? Noch mehr Fragen? You have 30 seconds. To invent a question. Ihr habt 30 Sekunden Zeit, eine Frage zu stellen. Hast du 30 Sekunden Inhalt? Ich könnte einen tollen Tanz aufführen. Ah, nee, vielleicht doch nicht. Ich wünschte, ich könnte. Immer noch keine Fragen? Dann gute Nacht euch allen und dankt dem Vortragenden bitte. Vielen Dank. Das war's.